Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder Kung Fu Panda 3 aufmachen und wir wollen mal reinschauen, was wir da Schönes haben. So, machen wir als allererstes mal wieder das Spielzeug auf. Gucken uns das erstmal an. Oh, das ist cool. Das ist eine neue Serie von hier Sprinti. Das sind die VWs. Der neue Beetle, der alte VW Cabrio. Das letzte Mal hatte ich den roten drin und diesmal habe ich den neuen gelben drin. Das ist schon mal ganz gut. So, machen wir das nächste Ei auf. Klappert wieder. Gucken, ob es was zum Zusammenbauen ist. Naja, nicht ganz. Oder doch? Was ist das jetzt? Ja, das ist so ein Malstift mit Malvorlagen. So wird das zusammengebaut. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. So, so sieht das jetzt aus. Da sind diese Dinger, das sind die jeweils immer zwei Teile davon. Das ist also quasi so ein Spiel, ja, wie heißt das, wo du immer zwei die gleichen aufdecken musst. Und dann kannst du die hier auch noch bunt bemalen. Ja gut, wer es braucht. So, kommen wir nun aber zu der Hauptsache, zu den Hauptfiguren. So, und wir machen hier das erste Ei auf und schauen jetzt mal, was wir hier für eine Figur haben. Ja. Ja, hier haben wir den Mai Mai. Den haben wir auch schon, ist aber nicht weiter schlimm. Ich baue die mal schnell zusammen, das geht ja schnell. So, so sieht mein Mai aus. Gut, und wir machen jetzt mal die zweite Figur auf, schauen uns an, hier drin ist, und es ist, jawohl, Bao. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So, und somit haben wir schon so viele, dass nur noch hier sein Ziehvater, wie heißt er, Mr. Ping, der fehlt noch in der Sammlung. Und dann haben wir das Ganze, die ganzen Figuren haben wir dann zusammen. So, so sieht der Bao aus. Ja. Und wer jetzt dran bleibt, kann sich die drei Figuren, das hier zeige ich jetzt nicht auf dem Drehteller, aber die anderen drei Figuren kann man sich jetzt noch auf dem Drehteller angucken. Also bleibt dran, bis gleich.